Einen wunderschönen guten Morgen, ich bin Rena und hier ist die Tagesbotschaft. Ich hoffe, dass ich bringe das heute hin, weil irgendwie mein Handy irgendwo vergessen, irgendwie bin ich heute ist ein komischer Tag, ich bin heute ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, liebe Gott wird mir helfen und Universum, dass ich euch die gute Nachricht überbringe. Die erste und die zweite. Meine Tagesbotschaft ist nicht verbunden mit einem Tag, sie ist einfach los und was ist los und nicht angebunden ist, ist schon weg. Genau, darum, erste Stapel werde ich die Botschaft, ich habe heute nicht so viele Karten genommen, ich habe es vergessen. Okay, dass ich das nicht vergesse, ich nehme das ein bisschen später. So. Deinem Glück, deiner Stabilität, Überfluss vielleicht, wie soll ich sagen, nicht gestürmt, aber irgendwie ruiniert sich Stabilität. Ich vermute, ich habe Wort vergessen, meine Lieben. Das ist Situation, ich versuche es anders zu erklären. Das habe ich immer so gemacht, wenn ich deutsche Wort nicht gekannt habe. Zum Beispiel, gefährdet. Etwas gefährdet deine Reichtum, deine Stabilität, deinem Glück, das, was du eingearbeitet hast. Aber, ich vermute, ist nicht so schlimm, kann sein, deine Ruhe gefährdet neue Liebe vielleicht, weil ich sehe hier auch romantische Absichten, jemand hat oder du hast mit jemandem, du zweifelst, ist er der Richtige vielleicht oder wenn du ein Mann bist, zweifelst du, ob das ist das Richtige, dann vielleicht sollst du Erbe bekommen oder irgendwie ein Geschenk oder hast du das schon und das ist gefährdet. Irgendwie etwas ist gefährdet, was du eingearbeitet hast oder als Geschenk, als Erbe bekommen hast. Verstehst du? So, aber so wie aussieht, heute bekommst du wie Durchblick. Alles kommt wie vom Himmel Wolken waren und dann plötzlich Licht kommt. So wie aussieht, ist nichts Schlimmes. Deine Zweifel sind und Unsicherheit, wie soll ich sagen, ist nicht begründet. Alles wird in Ordnung, so wie aussieht. Und dadurch, dass ich weiß, das ist, könnte Situation eigentlich auch bei der Arbeit, zum Beispiel. Was könnte noch sein? Das ist, aber heute ist Sonntag. Was kann am Sonntag, welcher Arbeitsplatz kann schon am Sonntag gefährdet sein? Vielleicht, wenn du auch Dienst am Sonntag hast, verstehst du? Aber sonst, ich sehe, das ist mehr so Familiengeschichten. Aber, bitte Gedanken weg, alles ist in Ordnung. Du kannst ruhig heute ein Date machen. Und diese Zweifeln, nächsten Tag siehst du schon, ist das der Richtige oder nicht der Richtige. Eine oder zwei? Zwei. So, zuerst eine. Die meisten Menschen überlegen, wie sie ihre Zeit verbringen sollen. Ein intelligenter Mensch versucht, seine Zeit zu nutzen. Siehst du? Nicht viel überlegen. Handle, geh auf ein Date, so wie aussieht, oder hab Spaß mit jemandem, kann sein, jemand sogar landet im Bett, das sieht so aus, es tut mir leid, oder zum Glück, so, das Leise hat eine starke Stimme, genau, wenn man leise ist, hört man besser, genau, diese Gedanken weg. Im Kopf soll leise sein. Zweifle nicht daran. Und übrigens, vergesse nie, die Karte noch sagt,
Weil das ist wie Tag und Nacht, weil das sind zwei Zwillingsgötter. Und die symbolisieren für uns, das gibt es einen Tag und gibt es auch Nacht. Nach dem Tag geht Nacht, nach dem Nacht kommt immer beim Abwechseln. Genauso hier, wenn du hattest schlechte Gedanken gehabt, vergiss es das, schau, dass dein Kopf etwas freie, frische Luft bekommt und handle, nutze diese Zeit, nutze diese Zeit. So, jetzt die zweite. Hier ist ein bisschen mehr, aber ja, ich nehme immer so viel, auch wenn mehr fällt. Ich nehme immer mehr, so viel rausspringt, ich nehme alle, weil ist wichtig. Ich weiß, das ist wichtig, das ist irgendwie welche Situation. Heute ist Chaos. Chaos in Gedanken, Chaos bei der Arbeit, vielleicht muss nicht sein, aber vielleicht. Chaos in Liebe, in irgendwie, kann sein, sogar Stress könnte sein, Auseinandersetzung. Hier, du hast aber Glück, du hast Glück trotzdem, wenn du diese Gedanken, diese Energie irgendwie sich zurückziehst, so sage ich, zurückziehst und klug, bescheiden, wie eine weise Frau oder Mann. Hier steht, diesem Stress muss man Friedenspfeife rauchen. Rauch mal Friedenspfeife mit jemandem oder Pakt schließen mit jemandem, vielleicht mit sich selbst sogar. Sogar könnte passieren, dass es sogar mit sich selbst. Und dann kommt neuer Anfang. Diese Frieden, weil so wie aussieht, du bist total durcheinander. Schau mal, du weißt nicht, was du tun sollst. Hier ist auch Chaos. Die Karte heißt Chaos. Alles wirbelt sich wie Energie, energetisch gesehen, und Gedanken auch. Weil die Königin der Schwerte, das ist Chaos in Gedanken, Chaos im Kopf, wirbelt alles und richtig. Aber du hast Glück, wenn du weise Entscheidungen triffst. Diese Stresssituation, die Pfeife rauchst. Oder weißt du, wie sagt man noch, irgendwie ist mir jetzt gerade gekommen, so ein Spruch. Pfeifen, das heißt Wurscht. Ich sage immer Wurscht. Dann kannst du die Situation loslassen und kommen die Veränderungen. So wie ich sage, nach der Nacht kommt ein Tag, neuer Anfang. Da, wo du dir unsicher, diese Chaos irgendwie, gib dir Frieden. Pfeif auf alles. So, und jetzt noch eine Kärtchen. Ich glaube, das ist meine Karte heute, weil bei mir ist wirklich alles durcheinander. Aber sogar, schaut mal, sogar hier Gefühle, da wo Gefühle, ja, sollte Kelche, Ritter der Kelche oder Reiter der Kelche oder Ritter, mein Gott, ich habe schon alles vergessen. Trotzdem ist sie mit Peitsche die Frau, die Reiterin, mit Peitsche und genau, weil sie diese Wolken wegpeitscht. So, jetzt schauen wir. Wenn ich einen grünen Zweig im Herzen trage, wird sich ein Singvogel dann darauf niederlassen. Das ist chinesische Weisheit. Schau mal. Friedenspfeife. Friedenspfeife, das ist wie grüner Zweig. Grüner Zweig, ich verstehe das so, wenn du schöpferische Herz hast, das heißt auf der Seele, wenn du positiv bist und so weiter, das heißt, du musst pfeifen. So wie diese Bullenfrau oder wie heißt diese Frau, die zeigt, wie man Friedenspfeife benutzt.
benutze Friedenspfeife auf alles, bekomme diese Harmonie bei dir und dann kommt auch Singvogel. Er lässt sich rein in dein Herz und dann wirst du singen und dann kommen Veränderungen und alles so harmonisch, alles so positiv. Aber bitte vergisst ihr nicht, nichts ist für immer. Heute ist ruhiger Tag zum Beispiel, morgen könnte chaotischer Tag werden. Und ist nichts schlimm, Zeit steht nie still, immer etwas ist in Bewegung, immer etwas verändert sich. Und genauso hier, genauso wie hier verändert sich Überfluss, Reichtum, diese zu viel schöne Dinge, plötzlich Mensch fängt an zu zweifeln. Das ist alles logisch. Das ist alles logisch, meine Lieben. So, heute Abend schauen wir Pläne und Handlungen. Okay? So, dann bis später. Einen wunderschönen Tag. Genießt ihr den Tag. Und ich freue mich schon wieder, euch zu sehen. Ich bin so gespannt, wie das alles abläuft. Ja, weil heute ist wirklich, für mich ist chaotischer Tag. Übrigens, ich habe jetzt gerade gemerkt, dass diese Döschen hat mein Fingerlack. Wie mein Lack passt sehr gut. Hier auch. So, meine Lieben, einen wunderschönen Tag und bis später. Genießt den Sonntag. Ich werde es versuchen. Oh ja, ich habe Gäste heute. Wünscht mir Glück, bitte. Bitte. Ich muss viel kochen. Tschüssikowski. Bis später.